Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mich heute nach, ist das überhaupt Fechter? Das ist Fechter, Bruder, ja. Fechter begeben. Zum Rico. Ich habe den Florian mit im Schlepptau und wir werden heute bei Rico im Gym Beine trainieren. Jawohl. Ich habe eben schon so ein bisschen rumgeguckt, ist ultra krank. Rico hat hier die ganzen Flamesports-Geräte, unter anderem auch eine Pendulum-Squat, die wir unbedingt machen müssen. Ja, heute. Die ist auch mega sexy, aber schwer. Und ja, ich würde sagen, als allererstes, bevor wir lange schnacken, zeigen wir euch einfach mal das Gym, beziehungsweise Rico zeigt euch hier mal immer, Ricos Muscle Gym, was er so zu bieten hat, ja? Ja. Was ist denn dein Highlight hier im Gym? Graffitis, ne? Es ist sehr Dragon Ball-lastig hier. Und One Piece. Und Technik. Junge! Wie heißt er nochmal? Das King. Er kann so einen miesen Doppelkick. Ja, also ich der Sprungkick. Ja, der ist richtig viel. Also früher, wo Tekken 6 rauskam, da war ich in Berlin und so in Deutschland auch Meisterschaften noch gewesen. Mit so einem Arcadus-Deck. Digga, wir müssen nachher Tekken spielen. Machen nachher Tekken-Duell. Alles zu Hause, Digga. Tekken-Duell. Auf jeden Fall. Yoshimi zu. Ja, bester Mann. So. Eddie. Eddie. Ja, ist das der hier, der Breakdancer? Der Breakdancer, so. Ja. So, komm, zeig mal her. Also erst haben wir hier eine ganze Cardio-Ecke. Und noch zwei Haushalte hier. Ja. Mit Mindestabstand. Und dann Graffiti noch von Son Goku, Jiren, Ruffy und Zorro. Ja, kann ich ein bisschen kommen. Hier ist ein Bild von meinem Hund und von mir. Auch als Superstar jetzt natürlich. Dann haben wir hier ein Kickback für den Popo, was die meisten Frauen immer nutzen. Adduktoren, Jan, Sissy Squat. Ohne Witz, Sissy Squat, ja? Das ist nix. Es ist so ein kleines Gerät, ja, was so geil ist, was kein Studio hat. Warum? Digga, das nimmt, es nimmt 30 cm Platz ein. Ja. Ja? Aber die meisten können es nicht, Digga. Die meisten trotzdem nicht, wenn du runterziehst. Das stört einfach auch komplett. Aber es sollte trotzdem in jedem Studio stehen, oder? Ja, liegt einfach da rum, ne? Kostet maximal 300 Euro, nimmt keinen Platz weg, sollte jeder Studiobetreiber mal sich reinstellen. Ja, Mann. Ja. So, dann haben wir noch hier so ein. Hätte ich nochmal, Digga? Ja, so Hip-Thrust. Hip-Thrust-mäßig, genau. Ja, genau. Dann haben wir hier so Beinstrecker. Wir haben hier Seitenmaschinen sitzen. Mhm. Hier, hintere Schultermaschine. Schultermaschine, ja, die ist echt nice, Mann. Das hier an der Wand ist auch ziemlich geil, ne? Ja. Dann haben wir hier noch Beinbeuger. Beinpresse habe ich auf die Tage noch genutzt. Habe ich noch nicht abgebaut beim Foul. Also das Aufbauen und Anstrengen, das ist das Training. Und Abbauen. Habe ich hier noch eine Seitheben entstehen. Mega schwer, aber du musst ja mega konzentrieren, dass du wirklich die Schulter triffst. Aber die ist richtig geil. Ja, wie schwer. Höchstens 5 Kilo kannst du auch machen, dann bist du schon voll. Ja, Übersetzung ist fies, ne? Ja. Langer Hebel. Genau. Aber dann haben wir hier so ein Squat-Teil so geführt. Wie so eine, ohne Scheiß, guck mal, gibt es ja von jedem Hersteller. Gibt es von Hammer Strength oder Life Fitness, wie auch immer. Aber die allerwenigsten haben mal ein vernünftiges Polster, wo du auch Front Squats machen kannst. Ja. Ja, ich hasse das, wenn du quasi hier vorne hier so den Nacken brechen musst. Kannst du einfach ganz entspannt stehen. Ja. Das hier ist mal, so macht ich jetzt. Ich habe die nur angemalt, die Geräte alle. Okay. Ja, die waren alle mal andere Farben. Weil hier war mal alles früher bunt gewesen. Wir haben blau, weiß, gelb gewesen. Ich habe alles angemalt. Ja, mit Graffiti auch alles. Dann haben wir hier so eine noch oben Drückmaschine. 45 Grad Presse, glaube ich, ne? 90 Grad. 90 Grad, okay. Finde man auch ganz selten mittlerweile, ne? Ja, da ist geil, hier wenn du schönen Hamstring-Fokus mit rein, ne? Killergerät, Pendulum-Squats, ist halt ultra schwer, werde ich nachher sehen. Eine Beinpresse. Ich glaube, die werde ich in mein Studio reinstellen. Aber hier noch von so Rückengeräte, diese Mac-Griffe in lang, kurz, ganz lang und ja, alles am Start. Hast du Karabiner? Haken? Ja, ob du schöne Karabiner hast. Ah, einige sind alle unterschiedlich, so, ne? Mal dicke, mal kleine. Beinpresse, Bahnmaschine sitzen. Hier eine Rückenmaschine mit 5 verschiedenen Griffen. Auch ganz nice. Ja, die ist cool, die habe ich beim Andreas schon mal gesehen, beim Bosser. Die ist echt nice, ja. Habe ich hier noch eine Brustpresse, die auch mega nice ist. Manchmal sind tatsächlich so diese ganz normalen Standard-Brustpresse, ne? Die alten. Die besten. All but gold. Ohne Scheiß. Ja, ja, ja. Sowieso gut, alles, was sich hält, ist so richtig robust. So, dann haben wir hier noch ein Squat-Rack. Dann haben wir hier noch extra noch angebaut, an das Squat-Rack hier so ein. Für Tiber. Ja, genau. Eine Landmine. Der Kameramann weiß Bescheid. Die ganze Fachbegriffe. Ja, wir haben es morgens. Haben hier eine Butterfly-Maschine. Das ist früh morgens für Influencer, es ist 12 oder so. Da kannst du auch verstellen, alles rum dran, ne? Da haben wir hier eine kleine Ecke für Bauch. Da hast du eine gelbe Maschine, ist eine Trizepsmaschine noch, eine Trizeps. Mhm.
Vorne hast du noch so eine Brustplatte vorne, ne? Genau, genau. Auch mega nice. Was ist das hier? Für Bauch? Alles Bauch, ja. Ja. Hier für Klimmzüge mit Hilfe oder ohne Hilfe. Sitz, breit. Alles hier am Start. Haben wir hier Sichtschutz, natürlich wegen Corona. Ja, richtig. Müssen wir haben. Alter, ist das hier für. Das habe ich noch nie gesehen. Quasi Latzug umgedreht oder was? Ja, aber du hast halt hier noch das Polster, ne? Ja, gut. Aber du hängst halt. Kannst du quasi so machen, ne? Fett ist hier. Das ist krass. Das, was alle sonst immer machen, sich falsch hinten dran setzen, dann hast du halt kein Beinpolster. Genau. Und dann kannst du hier das Polster. Das ist echt gut, quasi Spieler, Alter. Ja. Kannst du da richtig ergeben. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Das ist ja praktisch, ne? Ich habe für Rücken eigentlich alles hier, was es gibt. Nur der Rex halt nicht für mich. Also Rücken und Beine. Rücken und Beine ist immer das, finde ich, wo wirklich Geräte einen richtigen Unterschied machen können. Das ist auch das, was wir sehen wollen. Beine und Rücken. Das Ding ist, wenn du keine Brust hast, ja, die wird auch nicht besser, nur weil du irgendwo eine Brust hast. Nee, das ist Genetik auch. So, wie Waden. Und Schultern so, ja. Ich meine, wenn die mit Seitheben nicht wächst, dann wird die auch nicht mit einer Seithebenmaschine wachsen. Aber Rücken und Beine macht das schon einen harten Unterschied. Ja. Nicht jeder kann perfekt squatten und so. Viele Kurzhanteln auch, wenn ihr sie seht. Weil ich habe die ja meine Kunden verliehen. Viele Sachen. Aber nur die kleinen. Ehrenmann auf jeden Fall. Macht auch nicht jedes für die Studio. Quops. Ja. Bis wohin gehen deine Kurzhanteln normalerweise? Bis 60 Kilogramm. Bis 60. Und die liegen hier auch noch. Hier, die Rückmaschine ist auch ohne Scheiß. Die ist richtig gut. Die ist sick, Alter. Ja. Ist richtig nice. Ja, stimmt. Ist das Framesports oder was ist das für? Das ist auch Gym 80. Was ist denn das für? Hab ich noch nie gesehen. Was ist das für eine alte? 20 Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie alt die sind. Ja. Krass. Das ist nice. Aber trainiert sich immer noch mit der Besten, ne? Perfekt, ja. Krank. Du triffst den Rücken so heftig gut, ne? Aber wächst trotzdem nicht. By the way. Also irgendwann Rückentraining im Rekursmuskel. Das einzige Gerät. Ja, können wir machen, ja. Ja, wichtig. Und dann haben wir hier noch unsere Box hier für Musik. Die ganzen Leute, hier meine Kunden, können auch hier mit einem Handy Spotify anmachen, wenn die Bock drauf haben. Ne? Das ist alles, wie gesagt, familiär, kleine familiär gemacht hier. Und dann haben wir hier noch eine Rückmaschine, die ist auch mega nice. Soll ich bestellen. Oh, und so, yeah, schön, das ist krass. Schön ziehen oder halt auch gerade, ne? Seid mega nice. Ich hab mir bei. Von Hammerstrength die Low-Row-Maschine, dann kannst du das Polster nicht kippen. Ja. Und heißt, da musst du, wenn du so in den Winkel, musst du dich da so gegenlehnen. Also kriegst du keine Luft. Und ich habe mir mein Brustbein gebrochen. Ich hatte eben so vier Scheiben drauf, zieh so, und dann so knack. Ich so, Alter, was ist das? Und seitdem, hier. Alter, fuck, sieht man so. Seitdem steht mein Brustbein immer so raus. Ja, fuck, Digga. Nee, hier hast du extra, Digga, dafür gemacht, Mann. Alter, guck mal, das ist so eine simple Sache. Ja, simple Sache, Digga, ja. Warum denkt da keiner drüber nach? Ja. Finde ich gut. Ja, du weißt, im Nachhinein denken die meistens nach. Ja. Hier noch eine, ich hab da auch erst mal nachgedacht, als knack gemacht hat. Noch mehr schräge Brust. Ja. Auch mit Schultern ein bisschen, wenn ihr wollt. Was ist das für ein Hersteller? Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Keine Ahnung. War solide. Von Lide wahrscheinlich oder so. Ja, das war so mein Gym so. Ja, normalerweise ist es ja mega voll jeden Tag, aber dank Corona habe ich ja schon seit November nicht mehr auf. Ja. Beschissen. Mega scheiße, Digga. Wir hoffen alle, dass das mal bald vorbei ist. Wird ja wahrscheinlich nicht Ende Januar sein, sondern noch ein bisschen dauern, aber... Ja, ich hoffe, euch hat das Studio gefallen. Wenn die Studios wieder offen sind, seid ihr behindert, wenn ihr nicht vorbeikommt. Ja, dann gibt es auch wieder Kurzhantel hier. Also wir machen jedes Jahr eigentlich eine Gymparty hier mit 300, 400... Ich mache dieses Wort Fans nicht, aber Follower halt. So, ne, die kommen sogar mal teilweise aus Österreich oder so hierher, sogar hergeflogen. Dürfen die sich dann auch anfassen? All in. Also wir haben auch hier live jetzt hier, wir haben Subway hier, Subway ist aber Sponsor und machen die auch hier Catering für uns. Subway ist dein Sponsor? Ja, ja. Das ist auch verarscht, wir haben auch Fleisch jedes Mal. Junge, wie kriegt man bitte einen Subway-Sponsor? Wie so, Smileys-Pizza? Wir müssen telefonieren. Das würde mir sehr viel Geld sparen. Ja, safe. Ich auch schon oft hingehen bei Subway. Ja. What the fuck? Kranke Scheiße, ja. Wir unterhalten uns nachher nochmal. Ich bin sehr jung. Was kostet das Studio hier? Also Beitrag für die Mitglieder? Also ich habe hier 3 Monatsverträge und das ist auch krass. 30 krass Euro, Studio, ne? 30, 40 Euro halt. Ne? Also bei 3 Monaten 40 Euro, bei 6 Monaten 30 Euro und Studenten halt zahlen über 5 Euro weniger. Oder Pärchen mega, halt. Ne? Mega. Ja. Also das ist richtig fair für so ein Studio. 1000-mal besser als in irgendeiner Kette einen 20 auszugeben. Ja, dann 2 Jahre oder so haben oder so. Meistens hast du noch Trainerschale oder so da. Ich habe hier gar nichts. Ich mache hier meine Trainings und Dings mit alle umsonst für die Kunden hier. Mhm. Und ich habe halt auch hier so ein Chipsystem, könnt ihr von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts hier trainieren jeden Tag. Krass. Und ich selber arbeite um 14 bis 20 Uhr dann. Hast du so Tageskarten oder so für ja, Leute? Auch, ja, 7,50 Euro Tageskarte und 10er Karte kostet 4 Euro. Korrekt, Fit One Tageskarte 25 Euro. Schau, Alter. Ja? Wofür? Alter. Ja. Das ist eine Kette, Mann. Ja.
Monatsbeitrag für einen Tag, ne? Digga, ganz verrückt. Alles klar. Also ihr kriegt schon mit, mega geiles Studio, sehr fair geführt. Und ja, an der Stelle lasst ihn mal ein Abo da, ne? Supportet ihn, solange sein Studio zu hat. Der muss auch irgendwo von leben, der Mann. Und wir trainieren jetzt Beine.